Let's play Tomb Raider. Es geht spannend weiter. Ich denke mal, viele Folgen haben wir jetzt nicht mehr. Dann sind wir am Ende. Jetzt wäre halt noch ein Feuer schön, dann könnte ich meine Schrotflinte noch aufrüsten. Da ist er, der Penner. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Ich glaube, du kriegst jetzt, was du verdienst. Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Die Königin. Eure, Mein Bruder! Sono qui morata! Scheiße. So. Ah, da geht's hoch, okay. Ich dachte jetzt, es wären irgendwelche so Steinviecher, diese Samurai. Ist hier noch irgendwas? Nee, wa? Der schreit was, sagt auch Hanzo, glaube ich, in Overwatch, oder? So, einmal anzünden. Toll, hätte ich es auch verhalten können. Dicke. Gegen den müssen wir bestimmt noch kämpfen. Oh. Die denn da? Gucken, ob die Rüstung sitzt. Gott, sie sind ja überall. Thank you.
Aber das sind Menschen. Shit. Oh oh. Fluchtszene. Puh. Wann sind das viele? Wie können sie noch am Leben sein nach so langer Zeit? Wieso haben sie Munition und Granaten dabei? Jetzt bauen wir uns unsere Schrotflinte. Das Gebet, das ich bei dem General gefunden habe, sagt, dass eine Seele in einem verwesenden Körper die Stürme hervorruft. Er muss damit die letzte Sonne meinen, aber ich begreife nicht, was Himiko damit zu tun hat. Sie war die erste Königin. Matthias glaubt, dass Sam damit verbunden ist. Und das kann nichts Gutes heißen. Verdammt sollst du sein, Whitman. Du würdest für eine Story alles tun. Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualkammer. Aber dorthin zu kommen wird nicht einfach sein. Die Sturmwache verteidigt sie. Ich weiß, dass ich es tun muss. Aber ich habe große Angst davor, was ich dort finde. So, neue Schrotflinte. Schönes Ding. Habe ich den Flammenschuss geladen? Ja. Oh. Aufraumt. In die Seite. Melde Ziele. Komm schon, ihr Schweine. Achtung, rechte Seite. Schieß weiter. Halt die Türe. Okay, durchhalten, Freunde. Ich schnapp mir Matthias. Boah, die ganz alles verschrammt, Kratzer überall, echt. Sie ist nicht gerade gut jetzt gerade. Also im guten Zustand. Und das dachte ich mir gerade, da ist der große Junge. Aber der ist wohl kein Mensch. Na, will noch einer? Wie gut, dass die Munition dabei haben. Thank you.
Lass in ihr Ruhe! Na komm! Also, was immer noch nicht. Hallo? Schön gemacht. Oh, ihr Säcke. Und ciao. Was für ein Gemetzel. Jetzt kommt der Dicke, oder? Nee, noch nicht. Da ist er ja. Hallo Dickmann. Das war's? Ich dachte, jetzt kommt irgendein epischer Fight gegen den, der kann doch noch nicht tot sein. Von Yamatai besucht haben? Ah, Buch. Wir hatten niemals eine Chance. Sie haben auf uns gewartet. Hunderte von ihnen. Wir haben es nicht mal bis zur Heiligen Kammer geschafft. Wir hatten von Anfang an keine Chance. Und jetzt warte ich darauf, dass meine Ahnen mich zu sich nehmen. Ich kann sie hören. Die Oni töten meine Brüder, fressen sie, verschlingen ihre Seelen. So viel Tod. Ich bin der Letzte. Was ist mein Schicksal? Werde ich einer von ihnen? Ahnen, erhört mich bitte. Bringt mich von hier fort, bevor die Oni mich holen. Bitte bringt mich ins Jenseits. Lasst mich in Frieden sterben. So, wahrscheinlich haben wir da ein Buch jetzt nicht gefunden. Naja, es sieht ja schon wieder sehr einladend aus. Wetten, da kommt jetzt der Dicke nochmal? Der kommt sicher nochmal. Was ist das? Okay.
Nee, so geht's dann doch nicht. Aha. Mit dem Gondelding schlage ich jetzt dann das Ding durch. Genau. Wir wählen den Bogen. Na bitte. Ich muss irgendwie darauf kommen. Noch ein Buch. Es musste getan werden. Lara ließ mir keine Wahl. Hätte ich geglaubt, sie würde mitspielen, hätte ich sie eingeweiht. Aber ihr fehlt für dieses Geschäft die Härte. Sie ist nicht skrupellos genug. Und diese Entdeckung muss mir gehören. Ich habe die Grenze überschritten. Mein guter Ruf wäre dahin. Also gut, es tut mir leid, aber sie darf die Insel nicht verlassen. Die anderen auch nicht. Und was immer mit Sam passiert, macht die ganze Geschichte noch sensationeller. Mit Matthias oder seinen Solari kann man nicht reden. Also muss ich mich nach Abschluss des Rituals schnellstmöglich absetzen. Ich bin der perfekte, einzige Überlebende und kehre dann mit den Behörden zurück, mit Kameras und einer angemessen überzeugenden Trauer. Dann sei jetzt mal traurig, dass du so ein Idiot bist. So, kann ich da irgendwie hochspringen? Das Tor wieder zumacht da unten? Geht das? Na also. Jetzt muss ich da hochkommen. Okay, den Sprung schaffe ich. Wie genau schaffe ich denn den Sprung? Ich glaube, den Sprung machen wir in der nächsten Folge. Bis dann.